Wir sind ein Dieb. Ich kann es noch immer gar nicht glauben. Wir haben Mr. Collinsworth geklaut. Wir sind so furchtbare Menschen. Warum tun wir sowas? Ich weiß es nicht. Ja, es geht ihm gut. Jemand hat etwas aus seinem Shop gestohlen. Ja, das waren wir. Oh ja, jetzt erinnere ich mich. Irgendwer hat mir irgendwas darüber erzählt. Wer hat es dir erzählt? Nur ein Freund. Was ist denn gestohlen worden? Eine Schneekugel. Eine sehr teure. Das ist furchtbar. Wer hat das getan? Sie wissen es noch nicht. Oh, I wouldn't worry. I'm sure you saw your catch. Naja, ich würde mir keine Sorgen machen. Ich denke, wer immer das war, sie werden ihn kriegen. Denkst du? Dafür ist die Polizei da, nicht wahr? Ich schätze schon. Oh Gott, das waren wir. Keith und seine neue Freundin. Hey Keith! Ist alles in Ordnung. Wie kann ich dir helfen? Das ist etwas, was ich tun kann. Was meinst du damit? Na, als Dankeschön für das, was du mir gestern gesagt hast. Was habe ich denn gesagt? Du weißt schon über Anne. Oh, ach, das ist schon in Ordnung, denke ich. Bist du dir sicher, dass da nichts ist, was ich tun kann? Nein, alles in Ordnung. Also, du und Anne? Ja, ich habe dir wirklich für all das zu danken. Aber warum mir? Ich denke, du hast mir den Schubs gegeben, den ich brauchte. But you talk to me, you help me. Achso. Oh Gott, jetzt. Nein, will ich nicht. Nein, mach einfach, was du willst. Keith wanted to thank me for helping him find a girlfriend, but it just made me feel even worse about it. Sie war ja selber in ihn verliebt. Und jetzt hat sie ihm geholfen, eine Freundin zu finden. Jetzt ist sie natürlich total wütend darüber. Und ich habe natürlich wahrscheinlich auch schon wieder das Falsche geklickt, anstatt dass wir uns darüber freuen. Und egal. Wie geht's mit deinem Fahrrad? Mit deinem Motorrad? Da habe ich zurzeit nicht wirklich die Zeit für. Da ist so viel, das passiert. Das ist schade. Es klang, als würdest du es wirklich mögen, daran zu arbeiten. Ich weiß, Anne würde es verstehen, wenn ich mehr Zeit für mich und an meinem Motorrad verbringen möchte, aber wir fangen gerade an, auszugehen. Also möchte ich Zeit mit dir verbringen. Und wenn dein Bruder weiterarbeitet, während du so beschäftigt bist? Ich schätze, das könnte er. Ich habe mit ihm noch nicht darüber gesprochen. Ich sollte das tun. Ich sollte gehen. Okay, wir sehen uns später. Hallo. Können wir nochmal mit unserer Lehrerin schnacken? Was kann ich für dich heute tun? Nein, Smalltalk wollen wir nicht. Wir gehen einfach wieder. Alter, wir haben die verkuppelt. Wir sollten voll happy sein. Das ist natürlich okay, wenn man selber an den verliebt ist. Das ist natürlich scheiße. Hi, Anne. Oh, hi. Hallo, du bist mit Keith zusammen. Ich habe von dir und Keith gehört. Hast du? Es ist so unangenehm, dass jeder darüber redet. Feeling some... nein, ich... Also ich bereue es nicht. Was ist denn jetzt schon wieder... Nein, wir sticheln jetzt nicht. Du solltest mir danken, weißt du? Wofür? Ich habe Keith eine Menge davon erzählt. Wir stehen uns ziemlich nahe. Hast du ihm gesagt, er soll mit mir ausgehen? Warum ist sie so gemein jetzt? Nicht in diesen Worten, aber er hat auf mich gehört. Ich weiß nicht, ich bin mir nicht wirklich sicher, was du damit erreichen willst, aber okay. Ich will nichts erreichen. Vergiss es einfach. Genieß es, solange es hält, okay? Siehst du, wir sind Freunde, oder? Sind wir? Sicher sind wir das. Ich weiß nicht, du hast dich in letzter Zeit ziemlich merkwürdig verhalten. Merkwürdig? Ich bin doch nicht merkwürdig. Weißt du, naja, da war diese ganze Sache mit Keith und du und Catherine, die mich geärgert haben.
Entschuldigung, ich denke, ich bin wirklich merkwürdig gewesen. Ja, ich bin mir nicht sicher, dass wir wirklich Freunde sind. Du musst jetzt nicht so deswegen sein. Bist du nicht froh, dass überhaupt irgendwer dein Freund sein will? Du tust es schon wieder. Was tun? Du versuchst, nett zu sein und bist im gleichen Moment total gemein. Ach, vergiss es einfach. Hat sie aber nicht ganz unrecht mit, ne? Wie geht's mit der Schule? Es ist ganz schön anstrengend, aber Kies ist mir eine große Hilfe. Ich entschuldige mich noch dafür. I don't know what it's about with school, what it's like. Nobody wants you to be any good at anything. Ich weiß nicht, was das mit dieser Schule ist, aber es ist, als würde keiner wollen, dass du irgendwas Gutes erfährst. Ja, ich weiß. Ich musste auch erst lernen, dabei ruhig zu bleiben. Ich hasse es. Ich habe immer mein Bestes in allem gegeben. Und it wasn't until I got... Und es... Ach so, und erst seit sie hier ist, fühlt sie sich deswegen schlecht. Also, wie kann ich dir helfen? Kies sagt, ich soll einfach nicht drauf hören. Mich nicht drum kümmern, was die Leute sagen. Er denkt, ich weiß nicht wirklich, wie ich mich entspannen kann. Vielleicht hat er recht. Es ist einfacher gesagt als getan. Ich kann meine Gefühle nicht einfach so ausstellen. Das bin ich halt. Achso, ja, wir sind Freunde, sicher sind wir das. Dadada. Ja, vielleicht war ich wirklich ein wenig merkwürdig. Ah, bye, Anne. Ja, bye. Oh Gott. Irgendwie sind wir echt ganz schnell zicken, kann das sein? Ich schäme mich ein bisschen. Man schämt sich, sie zu spielen. Das ist ganz furchtbar. Hey, da bist du ja. Hast du nach mir gesucht? Also, was ist los? Willst du mir erzählen, dass du komplett blind und blöd bist? Was ist denn los, Catherine? Alles! Das Gespräch der Schule! Wegen Keith und Anne. Was ist mit denen? Das ist nicht meine Schuld. Also, wessen Schuld ist es dann? Ich habe niemanden sonst gefragt, um mir zu helfen. Keine Ahnung, vielleicht war es irgendwas sonst schuld. Just get over it, steh einfach da drüber. Oh, das ist toll. Lass mich einfach damit in Ruhe, Catherine. I didn't need you. Ich will nicht, dass du mich ständig... Ja, dass du mir ständig die Schuld gibst. In Ordnung, aber komm nicht zu mir, wenn du das nächste Mal Hilfe brauchst. Werde ich nicht, du bist nutzlos, Alter. Wie geht's dir in der Schule seit dem Mathe-Test? Das ist ein absoluter Albtraum. Weil meine Eltern jetzt davon wissen. Ich habe doch dafür gesorgt, dass Mrs. Martin denkt, dass es meine Schuld war. Was immer du getan hast, das war nicht gut genug. Meine Eltern wissen davon, dass ich irgendwas falsch gemacht habe. Ich habe mein Bestes getan, Catherine. Es tut mir leid. Ich kann dir das nicht glauben. Sie sind total ausgeflippt. Sie waren immer glücklich mit meinen Noten vorher. I think they cared about... Ich habe nicht gedacht, dass sie sich darum kümmern oder dass es sie interessiert, wie ich sie bekommen habe. Auf jeden Fall ist es jetzt eine riesige Sache zu Hause, dass ich bei einem doofen Test betrogen habe. Ich denke, sie haben einen gewissen Punkt. Du kannst nicht immer betrügen. Oder du kannst dich nicht immer durch Betrügen so deinen Weg gehen. Jetzt klingst du schon genauso wie sie. Warum fällt mir eigentlich jeder in den Rücken zurzeit? Ich gehe lieber. Okay, dann gehen wir lieber. Oh Gott, ich möchte wirklich gehen. Ich weiß nicht, was ich machen muss, aber ich möchte gehen. Ich weiß noch nicht, wohin.
Mom? Hilft mir ja nicht wirklich weiter. Oh Gott, was soll ich tun? Kann ich mit dir reden? Hey, Jen. Ne, mit dir kann ich nur noch mal über die Police Woman reden. Police Woman. Vielleicht soll ich noch mal mit Trevor reden? Ich mag Trevor. Ich finde Trevor total toll. Ich möchte bitte mit Trevor gehen. Hi, Trevor. Das ist sehr hilfreich. Hier sind nur ganz viele Leute, mit denen ich nicht mehr reden kann. Halt! You again. Können wir uns eine Minute unterhalten? Da, da, da. Wir hatten das so. Ja, das hatten wir ja schon. Nein! Doch nicht nochmal! Geh, bitte. Können wir hier nochmal reingehen? Also ja, jetzt das haben wir ja schon. Taking the snow globe back to Mr. Collinsworth was one of the hardest things I have ever done. It hurt to see the look on his face, but what hurt the most was that I knew things would never be the same. Ja, das hatten wir auch schon. Das hatten wir alle schon. Nein, gehen. Geh, geh doch einfach, Kind. Okay, wir haben mit Anne gesprochen. Wem können wir denn jetzt nochmal reden? Apropos reden. Keith? So, also Keith hat eine neue Freundin. Also. So did you do care? Also, interessiert es dich jetzt doch? Ich habe das nicht gesagt. Ich will nur. Ich schätze, ich will es einfach nur wissen. Wie kannst du davon noch nichts gehört haben? Ich denke, ich habe es einfach ignoriert. Ich weiß es nicht. Jeder hat darüber geredet, dass er... Ja, dass er sich mit Anne unterhalten hat gestern. Oder seit gestern mit Anne zusammen ist. Ich bin schon überrascht, dass du es nicht weißt. Ja, ich bin momentan ziemlich mit anderem Kram beschäftigt. Du bist normalerweise die Erste, die mit irgendwelchen Gerüchten zu mir kommt. Es war schon merkwürdig, dass ich das von jemand anderem gehört habe. Ist das wirklich so interessant gerade jetzt? Ich habe meinen Kopf halt in anderen Dingen drin. Ich schätze nicht. Aber was denkst du über Keith und... Ich muss mal eben wieder... Ich will ja nett sein. Abweisend, oder? Wir können abneigen. Das ist nur noch eine Frage von Minuten, bis mein Google mir hier sagt. Oh Gott. Empört? Oder ab. Das ist beides gemein. Ich kümmere mich nicht darum. Ich will auch nichts mehr darüber hören. Warum reagierst du so merkwürdig? Was ist denn ab? Was ist denn los mit dir in letzter Zeit? Und du bist wirklich glücklich darüber, was? Warum sollte ich das sein? Du solltest lernen, über Dinge glücklich zu sein, die dir passieren, nicht über Dinge, die anderen passieren. Keiner sonst kümmert sich um deine Glückseligkeit, weißt du? Ich verstehe nicht wirklich, worüber du redest. Es ist in Ordnung, wenn du deine Zeit damit verbringst, glücklich zu sein über das, was andere Leute erreichen. Aber ich wäre glücklich, wenn mir mal irgendwas Gutes passiert. Das bist doch nicht du. Ja, wirklich. I didn't really want to think about what happened with Keith. There's so much else going on. I just wanted to forget about it.
Mr. Collinsworth, das hatten wir schon. Bla bla bla. I'm gonna go. Sie hat Liebeskummer. Kann ich nochmal mit dir reden? Nein, kann ich nicht. Kann ich auch mit dir noch also, excuse me? Was ist denn Smalltalk? Ich denke, ich bin einfach nur hier, um Hallo zu sagen. Ist alles in Ordnung? Ja, alles gut. Du hast keine Probleme in der Schule oder so? Du kannst mit mir reden, wenn du willst. Nein, nicht wirklich. Ich bin einfach nur vorbeigekommen, um Hallo zu sagen, denke ich. Nun, ich danke dir dafür. Ich bin immer hier, wenn du mit mir über irgendwas reden willst. Oh Gott. Nochmal mit Anne reden wird auch nicht viel bringen. Ich fühle mich ein wenig schlecht wegen Anne. Ich weiß nicht, ob ich mit ihr nochmal reden soll. Möchte ich eigentlich gar nicht. Mit wem redet man denn jetzt nochmal? Oh Gott. Achso, guck mal, da sind wieder Seiten. Wir haben wieder Seiten gefunden. The Burning Heart. They called him the Amazing Randolph, but no one at the carnival knew his real name. His tricks earned him the title of wizard, though in truth he was an alchemist. He knew how to change one thing into another. Pocket watch into golden glitter, water into wine. On stage he would astound. In private he answered personal requests. Most people came to him seeking their fortune and left disappointed by the limits of his powers. A woman came to him, wanting to make her love for another disappear. He told her he could only transform it. She accepted. The pain of longing had been unbearable. The alchemist had taken it from her and given her fire instead. Soon, everything she touched lit with a blaze. As she watched those around her scream in torment, she just smiled. It didn't hurt her anymore. She found a new role at the carnival as the girl who danced with fire. People knew to keep their distance now, lest they feel the pain of her embrace. Das war ein bisschen gruselig. Wir gucken beim nächsten Mal, wie es weitergeht.